was gibt. Wie hast du dir das heute Abend dann so vorgestellt, den groben Ablauf? Ja, ich so, mir so, vorgestellt? Ja, so. Ich? Ihr hey, du bist es am Machen. Ja, gut. Ja, aber klar. So der grobe Ablauf, was du so ja, spielen der, möchtest. Der große Ablauf. So. Das weiß ich selber noch nicht genau. Ich habe ein bisschen schon jetzt was im Kopf, was ich machen könnte. Ja gut, ein Lied werde ich dazu singen, den Rest werde ich spielen. Ja, ja und dann das ist jetzt so mal der du dann so, ne, musst du ja auch so den Leuten dann mal einen guten Abend wünschen oder so. Also soll ich noch eine Rede halten? Ja, so vorher so eine ganz kleine, man stellt sich ja auch vor, ne? Würde ich mal sagen. Und, ja. Ihr hättet mir ruhig irgendwie ein bisschen mehr Zeit lassen können. So, zu dem Auftritt haben meine Eltern mich schon praktisch überredet. Aber im Grunde genommen möchte ich es auch schon selbst. Also ich möchte mir das auch selbst beweisen, dass ich sowas hinbekomme. Aber der Antrieb sind schon meine Eltern gewesen. Du schaffst dich schon. Ja, komm, okay. Das schaffst du schon. Ich geh jetzt mal die anderen holen zum ja, Essen. Okay. Okay, bis dann. Klappt schon jetzt. Entspann dich mal. Leichter gesagt als getan. Während seine Geschwister jetzt ganz entspannt Grillwürstchen essen dürfen, rückt Willis Auftritt am Abend immer näher. In einer Gaststätte feiert der Hobbymusiker gleich Premiere. Ich bin sehr nervös vor meinem ersten öffentlichen Auftritt. Es scheinen auch schon ein paar Leute da zu sein, was mir die Sache natürlich noch schwieriger macht irgendwie. Also ich bin sehr nervös. Hi. Hallo. Und wie geht's? Ich bin gut. Mit dir? Auch gut. Ja, okay. Und alles soweit erledigt hier? Ja, genau. Ja, ich warte nur noch auf ein Keyboard. Mein Vater, der wollte eigentlich schon da sein, aber bis jetzt kam noch nichts. Weil Willis eigenes Keyboard nicht funktioniert, wollte Papa Rudi ein Ersatzkeyboard organisieren. Allerdings ist davon eine Stunde vor Auftritt keine Spur. Ich fummel jetzt hier ein bisschen am Zeug rum, um die Zeit zu überbrücken, dass die Leute meinen, es gehört dazu irgendwie. Weil ganz ehrlich gesagt, ich warte nur noch auf das Keyboard. Während die anderen Hartmanns nach und nach ankommen, lässt Papa Rudi weiter auf sich warten. Hier ist der Willi. Hey, schlag dein. Hey. Seid ihr alle da oder was? Ja, Willi. Hopsa, jetzt schon. Ja. Setzt euch alle mal hin. Aber wo ist Papa? Ich dachte eigentlich, der ist schon hier. Also denke ich mal, wird jetzt gleich kommen. Ich weiß nicht, kommt er oder kommt er nicht? Ach, wird schon noch kommen. Eine Viertelstunde vor Auftritt taucht Papa Rudi dann doch noch auf. Aber wo ist das Keyboard? Bitte. Oh. Chino, hi. Hey. Und alles klar? Geh mal in den Kofferraum, hol mal raus. Ha? Als Papa kam mit den Instrumenten, war ich im ersten Moment erleichtert, dass ich die Instrumente da habe. Andererseits habe ich mir dann gedacht, jetzt muss ich es ja doch durchziehen. Also es waren so gemischte Gefühle. Du bist ja aufgeregt jetzt. Ja, total. Na ja, gut, das schaffst du schon. Ich habe natürlich jetzt, es sind zwei ja. Zusammen irgendwie, hat er mir erklärt. Ich kann mich zwei ja auch noch? Ja, die gehören aber praktisch zusammen. Ja. Integriert so, keine Ahnung, ja. Pause auf, schau nach. Wieder am besten dann. Na komm, so ich denke, du schaffst. Ich kann ja nicht vor den ganzen Leuten jetzt anfangen zu üben. Kommst doch schon da rein, Junge. Ich meine, bisschen kennst du dich doch aus, da kommt schon mal eins. Ist da. Naja, besser zwei Keyboards als gar keins. Claudia vertreibt sich die Zeit derweil mit ihrem Lieblingsthema, eine Frau für Willi zu suchen. Tja. Ich hoffe ja, es sind ja doch ein paar Mädels da oder so, ne? Ja, du hast doch das letzte Mal schon gesagt, dass du es nicht mehr machst, ne? Ja, willst du schon lieber wieder Gott. Kuppeln oder so? Ich muss die Gelegenheit beim Shop verpacken. Guck mal da zum Beispiel, siehst du eine ganz süße. Die mit der Spiel mit die blauen Augen? Ja. Ja, ich wünsche mir für den Willi eigentlich eine Frau, weil er, ja, manchmal habe ich so das Gefühl, er ist irgendwo so ein bisschen alleine und einsam. Da wäre schon so ein Mensch an seiner Seite, der für ihn da ist, ganz gut. Es wird ja auch jetzt lang Zeit, eine Freundin zu kriegen. Er hat bis jetzt noch keine Freundinnen. Null. Aber er ist 21. Ich drücke die Daumen, wird schon hinhauen. Mach mal. Danke. Ich setze mich da zu die Mama ein bisschen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ohne mit dem neuen Keyboard einmal geübt zu haben, muss Willi jetzt damit auftreten. So. Ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid.
Ich werde für euch heute Abend ein wenig Musik machen. Allerdings spiele ich heute zum ersten Mal vor Publikum. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich hoffe, es gefällt euch und dann fange ich einfach mal an. Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Nachdem die erste Unsicherheit verflogen ist, blüht Willi auf. Und dem Publikum scheint es zu gefallen. Als Musiker ist man, glaube ich, nie mit sich selbst zufrieden. Also, ich würde sagen, da ist noch Potenzial drin. Also, ich kann mich noch steigern. Also, wir fanden Willis Musik schon sehr gut, weil... Ich meine, er übt ja ganz fleißig zu Hause. Und ja, es hört sich immer besser an. Zu Tag hört sich immer besser an. Ja. Er ist einfach ein Naturtalent. Willi, sein Auftritt, ich war sehr überrascht, dass er sich sowas zugetraut hat, weil ich den Willi eigentlich nur als schüchterner, zurückhaltender Musiker kenne. Und dass er dann vor Leute, vor Publikum spielt, da war ich wirklich stolz auf meinen Bruder. Also, Junge. Hallo. Wunderbar. Ehrlich, ja. Klasse. Hast es sehr schön gemacht. Wunderbar. Bin stolz auf dich. Also, ich hätte es nicht fertig gebracht. Hast du gut gemacht. Wunderbar. Ihr seid so. Sehr schön. Ach, da kommt ja noch jemand. Hast du sehr gut gemacht. Ja. Hey, Mutti. Ich als Mutter habe natürlich gesehen, er war sehr angespannt und aufgeregt. Ist normal, aber ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Zeit für Claudia, ihre Verkupplungsoffensive zu starten. Ich hab da auch schon eine gesehen. Da guck ich die ganze Zeit schon mal. Ach, also ich gebe es jetzt. Hat auch eine ganz sympathische Ausstrahlung. Ja. Ja, und was willst du jetzt? Ja, vielleicht gehst du mal hin und sprichst sie nur mal an. Beiß dich doch selber mal los. Komm schon, jetzt hast du so geschwitzt. Okay. Gehst du aber da weg? Ja, aber ich gehst du einfach mal hin. Sprichst du mal an. Lass mal aus ihre Fall. Ja, wollen sie jetzt alle mitkommen? Nee, oder was? Lass euch schon mal hier hinsetzen. Gut, ich habe sie vorher auch schon gesehen und hab mir gedacht, die spreche ich mal an. Hey, ich bin der Willi. Hi, Lisa. Ist mir vorhin aufgefallen und hat's dir gefallen hier? Ja, war richtig gut gewesen. Richtig coole Musik machst du. Dankeschön. Und was machst du heute Abend noch so? Ich weiß doch nicht. Kommst du von hier? Ja, ich bin von hier. Okay. Wenn du willst, können wir ein bisschen spazieren gehen. Können wir gern machen. Genau. So. Ja, als der Willi dann das Mädchen da doch angesprochen hat, der sich da so im Augenschein hatte für ihn, ja, das war irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Also die Katharina hat sich genauso gefreut wie ich, dass er das dann gemacht hat. Ich denke mal, es war ganz gut. Mädchen spricht man einfach an, wenn man den Mut hat, einfach hinzugehen. Hallo, ich bin der Willi zum Beispiel, Robert zum Beispiel. Ja, und dann fragt man einfach, ob sie Lust zum Spazieren hat, wie der Willi es gemacht hat, der Doofe. Oder ja. Man macht, du hast wunderschöne Augen vielleicht, kann man ja auch machen. Geht doch auch, ja. Und wie lange machst du das schon so mit deiner Musik? Ach ja, schon eine ganze Zeit, so ungefähr 2 Jahre rum. Okay. Mache ich Musik, genau. Also so richtig professionell, also. Ja, also ich bin auf dem Weg. Ich möchte schon gerne professionell machen, also später dann. Okay. Genau. Ja, prima. Und du, hörst du auch gern Musik oder machst du Musik? Also Musik selber mache ich nicht, aber ich höre auf jeden Fall gerne Musik. Gehe auch gerne weg mal abends. Vielleicht können wir auch mal zusammen weggehen. Ja, gerne. Ja, wie gesagt, ich wollte, dass wir jetzt rausgehen wegen meiner Familie da. Die gucken dann alle zu und sowas mag ich nicht. Ja, das ist schon peinlich. Genau. Hast du dein Handy dabei? Dann gebe ich dir mal meine Nummer. Genau. Okay.
klebe ich sie einfach mal ein und dann rufst du mich einfach mal an oder schreibst mir. Genau. Prima. Da oben ist es, glaube ich. Ja, unter dich. So, danke schön. Gut. Dann werde ich mal wieder reingehen, schnell. Genau, und ich schaue jetzt auch ab. Ich baue das Zeug ab und dann geht's heim. Dann danke. Mach's gut. Hat mich gefreut. Mich auch. Okay. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Also der Willi ist echt schon ein netter Kerl. Also vom Aussehen her gefällt er mir sehr gut. Und dass er auch Musik macht, gefällt mir auch sehr gut. Ja, mal gucken. Also die Lisa ist vom Aussehen her schon das, was ich mir vorstelle. Und auch von der Art, sie ist sehr sympathisch und super nett. Und wir werden auf jeden Fall mal Kontakt halten. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Da wird bestimmt nichts raus, weil er versäumt einfach jeder. Aber ich hoffe doch, dass es was wird. Aber ich glaube es nicht, weil der Willi, der versäumt jedes Date. Und wenn man dann ein paar Tage ein Mädchen dann hat, dann macht's Knister, Knacker, Fack, Dibidip. Und dann ist aus. Naja, wer weiß. Vielleicht klappt es ja diesmal doch. Mit der ganz großen Liebe. Denn ich liebe.